Hey, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Was ich im letzten Part gemerkt habe, oder beziehungsweise was ich nach dem letzten Part gemerkt habe, wir können gar nicht so eine automatische Glastür hier machen. Und wisst ihr was, ich mache kurz mal die Connected Textures wieder an. Wir können gar nicht so eine Glastür machen, denn wir brauchen ja Pistons und dann müssten wir hier Pistons machen und da oben, aber dann wären die Blöcke in der Mitte immer noch. Und das wäre schon ein bisschen Kacke, weil dann könnten wir ja nicht durchgehen. Und wisst ihr, was ich auch noch beschlossen habe? Also, ich muss die Tür ein bisschen ändern. Das war jetzt mal wieder super intelligent von mir. So. Wir haben ja hier noch Zäune da. Zack. Wir werden uns schon mal eine kleine Wollefarm anlegen. Habe ich einen Weizen dabei? Ja, super. Ich habe wieder keinen Weizen dabei. Denn mit Weizen kann man ja die Tiere so ein bisschen anlocken. Und ja, wir werden das auch machen. Wir werden so eine kleine Farm anlegen. Mit ein paar Schafen. Und dort können wir uns dann immer unsere Wolle holen. Wir werden ein paar normale Schafe da hinholen. Ein paar rote Schafe und eventuell auch ein paar blaue Schafe. Denn dann hätten wir auch blaue Wolle. Blaue Wolle passt, finde ich, immer sehr, sehr gut zu einem Schlafzimmer. Ist immer eine schön ruhige Farbe. Oder was ich auch gerne nehme, ist grün, aber das kriegt man ja aus Kakteen und dafür haben wir ja dann die Kaktusfarm. Oder die Kakteenfarm, wie auch immer. So, wir werden jetzt hier erstmal hochgehen und uns ein bisschen Weizen holen. Ach, wir können ja eigentlich auch praktisch zur Farm da hinten gehen. Das passt ja. Hoch, hoch, hoch. So. Einmal aufmachen. So, zack. Das können wir mal wegtun und dann einmal ernten. So, Samen neu anpflanzen. Das Weizen reicht komplett. Wir brauchen eigentlich nur ein Weizen, um die Tiere anzulocken. So, dann sprinten wir mal auf zu den Tieren hin. Und schauen mal, ob sie uns auch folgen werden. Hallo Schaf. Ja, du guckst uns an, du guckst uns auch an. Dann kommt mal mit ihr beiden. Eben mal schön brav dem Futter hinterher. Das ist doch was Feines. Ey, ey, immer dem Futter hinterher, habe ich gesagt. Und wisst ihr, was ich mal kurz mache? Ich stelle mich mal kurz bei Skype auf beschäftigt. So. Denn dann kann uns hier niemand während der Aufnahme stören. Ja, auch. Ja, brav. Die Hühner brauche ich nicht. Die können eigentlich gleich sterben gehen. Aber das wollen wir mal nicht so gemein sagen. So, ja. Kommt. Auch du. Ja. Hallo, auch du. Ihr werdet ein bisschen weiterlaufen. Auch du. Ja, gut. Immer brav hier hinterher. Hier ist das Futter, hier ist das Futter, ja, hier ist das Futter. Ey, das kann aber nicht sein. Ja, komm. Hallo? Was soll das denn? Nur weil ich hier Weizen gewechselt habe, ich bin so blöd. Ihr müsst hierher kommen. Auch du da hinten. Ja, jetzt alle mal nach der Reihe hier reinkommen. Hallo? Hier rein, bitte. Und wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich mache mir hier noch mal kurz eine Werkbank hin. Denn ich möchte ja hier noch ein Zauntor machen. Sonst können wir die Tiere hier schlecht, ja, sag ich mal, einkreisen. So. Nummer 2 oder ist das einkreisen? Ich kann mich schlecht hier drin behalten. So, euch gabel ich jetzt hier erstmal wieder auf. Euch bringe ich wieder zusammen, nicht dass ihr hier alle abhaut. So, das ist ein Schaf hier hinten. Nicht abhauen! Hier ist nämlich die Grenze. So. Ja, komm. Schön. So, ihr könnt euch meinetwegen fahren.
Dann seid ihr erstmal abgelenkt. Und hier entsteht dann nochmal eine Grenze. So, und dann haben wir hier erstmal ganz provisorisch unseren ersten kleinen Bauernhof. Oh, da ist gerade ein Baum gewachsen. Ganz leicht dabei, dann können wir hier rausgehen, zack. Mal hier und dann ganz bequem hier mit der Schere. Ey, Schaf. Schau mir das Schaf noch ab. Herkommen, Schaf. Schaf, herkommen. Nein, nicht du auch noch. Nicht rausgehen, nicht rausgehen. Diese Werkbank ist das Grauen. Die hätte ich niemals aufstellen sollen. Das brauchen wir ja hier ewig mit unserer blöden Farm hier. Ja? Ja? Nee, auch du da hinten. Auch du da hinten. Auch du hier sollst durchkommen. Hallo. Ja, genau du. Ja. Schöne Sache. Zack. So, jetzt kommt immer mit. Oder auch nicht. Die Werkbank kann hier drauf. So. Ja, das Zauntor sieht echt super aus, muss ich sagen. Sehr perfekt gesetzt worden. So. Hier kommt mal bitte jetzt hierher. Du musst hier. Ach, egal. Ja, komm rein. Komm doch rein. Blöde Schaf. Zack. Ja, du bist sowieso blöd. Zack. So gut, jetzt hier Weizen, guck mal, Happa Happy. Happa Happy, nee. Happy Happy. Reinkommen. Reinkommen, Schaf. Boah, Schaf, bist du blöd. Guck doch, ich hab hier fressen. Ja. Ja, ja, komm rein. Schön. Hat du gut gemacht. Schön blöd gewesen. Guck mal hier, Weizen. Ja, dann schmeckt dir, oder? Ja, dann komm mal her. Komm mal her, wenn du es haben willst. Ja, komm mal rein. Genau. So, guck mal, hier hab ich noch mehr Weizen. Nee, hier. So, und dann guck mal, kannst du reinkommen, dann kriegst du, guck mal, kriegst du Weizen, wenn ihr reinkommt. Ja, lecker, ne, das willst du, kriegst du aber nicht. Hier, ihr dürft euch nochmal paaren, hier, bitte. Und sperrt mich bitte hier nicht ein, danke. Ja, hier, ich hab nichts für euch. Ich hab nie was für euch. So, jetzt haben wir unsere Schafsfarm, das ist schon mal sehr gut. Hier können wir dann gleich mal den Holzfäller wieder spielen und ein bisschen an Holz kommen. Und hier strukturiere ich den Eingang gleich einmal um. So kannst du Nacht schlafen. Okay, dann mache ich das jetzt schon mal. Oh, wir haben gar keinen Sand mehr für Glas, oder? Das ist jetzt schlecht. Egal. Dann können wir es doch nicht umstrukturieren, verdammt. Ist doch nicht egal. Schaufel, nee, haben wir nicht. Da machen wir uns eine Schaufel. Zack, zack. Eine Sternschaufel reicht ja vollkommen aus. Ja, ich weiß, ich kann nur nachts schlafen. Ist mir egal. Ich schlafe, wann ich will. Haben wir überhaupt Monster an? Ja, normal, okay. Lassen wir dann auch auf normal. So, da oben liegt ein Ei, juhu, ich will aber Sand haben. Und da hinten ist noch ein Schaf. Das geschoren werden möchte, ich weiß es doch. Und da unten ist noch eine Mine, oder? Ach ja, egal. Zack. Also wenigstens haben wir jetzt rote Wolle wieder. Hierher durch diesen komischen Eingang hier. Der irgendwie voll kein Eingang ist, aber egal. Dann ist noch eine Mine. So, und dann noch ein bisschen weiter weg. Und dann können wir da auch den Sand abbauen.
Dann haben wir nämlich nicht den Sand aus direkter Umgebung genommen. Dann haben wir unsere Umgebung noch in schönem Zustand, in gutem Zustand. Und hier hinten seht ihr ja schon auch Sand. Und das Sand können wir gleich auch abmachen. Yay. Das ist auch ein geiler Lichtbug hier. Jetzt setzen wir doch gleich mal eine Fackel.